Ja, hallo zusammen. Wir haben uns zusammengefunden zu einem zweiten Video zum Thema unsere Lieblingstools in der Lehre, gerade in der virtuellen Lehre und online. Und ich sitze hier wieder mit Carsten und Jan, wie auch beim letzten Mal. Und heute wollen wir zwei oder auch generell eine Klasse von Tools besprechen, nämlich die Klasse, in die auch sowas wie Microsoft Teams oder Slack reinfällt, nämlich so Kommunikationstools, die es ermöglichen, auch außerhalb von Lehrveranstaltungen, von Live-Veranstaltungen, kurze Kommunikationswege zu ermöglichen, die aber auch darüber hinaus noch einiges mehr bieten, wie wir sicherlich dann auch in der Live-Demo gleich noch sehen werden. Ich kann vielleicht kurz einleitend zur Historie sagen. Also ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier an der Hochschule Microsoft Teams nutzen können oder zumindest, das ist ja noch nicht so ganz geklärt, gibt es die technische Möglichkeit, es zu nutzen. Und ich weiß ja auch, dass im vergangenen Corona-Semester auch einige darauf dann gesprungen sind. Und ich werde jetzt auch oder bin jetzt angefangen damit. Ich habe vorher ein anderes Tool genutzt. Slack ist wahrscheinlich auch einigen bekannt, bietet einen ähnlichen Funktionsumfang, hat ähnliche Ziele, hat aber ein ganz bisschen ja, andere Funktionalitäten. Das ist ein bisschen abgespeckter, würde ich sagen. Also der Fokus soll heute auf Teams liegen. Carsten, du nutzt das ja auch schon in deiner Lehre, in Lehrveranstaltungen auch aktiv. Ich habe das jetzt in der Vergangenheit noch nicht aktiv genutzt in Lehrveranstaltungen, aber wir sind jetzt im Sommersemester oder über die Sommerferien angefangen, das in einem Projekt zu nutzen. Und ich werde dann im nächsten Wintersemester das auch als Ersatz für meinen Slack, was ich vorher genutzt habe, einsetzen. Und Jan, hast du schon Erfahrungen mit Teams gemacht? Genau, ich habe das auch in meinen Kursen in Audiotech und Medientechnik benutzt. Ja, genau, also Also ein du hast auch bisschen, schon, hast es genau. auch schon eingesetzt. Aber ist noch nicht sehr intensiv, aber wir haben es angefangen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht können wir, bevor wir gleich mal in so einen Teamraum reinschauen, Carsten, da kannst du ja vielleicht gleich mal was zeigen, können wir vielleicht erstmal so über die Anwendungsfälle sprechen. Warum eigentlich so ein Tool? Also vielleicht fragt sich der eine oder andere oder die eine oder andere, was bringt mir das eigentlich in der Lehre? Also ich kann ja vielleicht mal beginnen. Bei mir war es so, dass ich das von meiner vorigen Arbeit in der Beratung noch kenne. Also das ist, Slack jetzt ganz konkret. Teams wäre äquivalent jetzt zu betrachten dazu. Und da geht es eben darum, dass man in Team-Setups oder eben in Lehrveranstaltungen an der Hochschule es ermöglicht, kurze Kommunikationswege zu haben. Das war sozusagen der erste Anwendungsfall, dass man außerhalb der Lehrveranstaltung, wo man ja normalerweise die Studierenden nicht sieht, eine andere Möglichkeit bekommt, als via E-Mail zu kommunizieren. Das ist gerade vielleicht in meinen Veranstaltungen wichtig, aber vielleicht auch bei anderen, weil die zum Beispiel viel an Gruppenarbeiten arbeiten oder an Aufgaben auch zwischen den Veranstaltungen. Und da kommen häufig Fragen auf. Es ist nicht so, dass ich dann Slack oder Teams nutze, sodass ich dort sozusagen Frage-Antwort-Spiel spielen kann. Ich gebe natürlich auch Antworten, aber es ist so, dass eigentlich die Diskussion unter den Studierenden ermöglicht werden soll. Also die Idee ist, dass es ein Forum gibt, eine kurze Kommunikationsmöglichkeit in Form eines Chats, so ist das häufig geregelt, wo Studierende untereinander sich austauschen können. Über natürlich fachliche Themen, es kann natürlich auch über andere Themen gehen, aber vorrangig über die Themen, die wir in der Lehrveranstaltung besprechen. Meine Erfahrung ist einfach, dass es dadurch für mich persönlich meinen E-Mail-Posteingang deutlich schmaler hält, weil vorher Studierende mir oft E-Mails geschrieben haben zu verschiedenen Fragen, die sie die Lehrveranstaltung betreffen. Und als ich das dann in Slack verlagert habe, wurde das dann deutlich weniger und ich habe das dann sozusagen alles in meinem Slack-Eingang, aber da eben dann auch die Möglichkeit, ganz schnell und informell zu antworten. Also es ist so, dass es wie in so einem WhatsApp-Chat eben viel informeller vor sich geht. Und das sage ich den Studierenden auch, dass man da jetzt diese ganze Etikette von Anrede und Begrüßung und Grußformel am Ende, das brauchen wir da nicht. Da geht es dann eher wirklich eher um Effizienz. Und ja, das funktioniert aus meiner Sicht für diese Sachen sehr gut. Also Kommunikation ist das eine. Kurze Kommunikation ermöglichen, Diskussion ermöglichen, für alle sichtbar. Das ist noch ein anderer Punkt. Bei E-Mail ist es ja immer eine 1 zu 1 oder mit CC dann vielleicht eine 1 zu und ein paar Kommunikation. Bei so einem Slack-Teamraum ist die Idee, dass alle sehen, was diskutiert wird. Also es können alle die Diskussion mitverfolgen und bekommen dann sozusagen gleichzeitig auch die Antworten, die dort gegeben werden. Also wenn ich jetzt ein fachliches Thema diskutiere und es kommt eine Frage, ist es ja oft so, dass das gleich prinzipiell alle interessieren könnte, weil sie vielleicht die gleiche Frage hatten, sie aber nicht gestellt haben. Und so erschlage ich dann immer diese Mehrfachfragen auch gleichzeitig mit. Das ist also der Kommunikationsaspekt, den ich bei mir zu Beginn sehr stark im Vordergrund hatte. Jetzt mit der Umstellung auf die virtuelle Lehre war es bei mir tatsächlich auch so, dass der asynchrone Aspekt, also die asynchrone Zusammenarbeit, noch viel stärker in den Fokus
kam. Also dass ich außerhalb der Veranstaltung, das habe ich aber vorher auch schon gemacht, außerhalb der Veranstaltung A, mit den Studierenden kommunizieren kann, aber auch zum Beispiel Lehrinhalte wie zum Beispiel Videos, Texte und dergleichen relativ einfach dort posten konnte, sodass dass ich auch außerhalb der Veranstaltung die Möglichkeit hatte, mit den Studierenden über Inhalte zu sprechen und Inhalte mit denen sozusagen kontinuierlich die Inhalte weiterzuführen. Und die andere Möglichkeit, die man da sehr gut hat, ist, dass wenn man in Gruppenarbeiten zum Beispiel arbeitet, und da ist dann wiederum Teams, glaube ich, stärker als Slack. Die haben ja auch nochmal eine eigene Dateiverwaltung, wo man Dateien hochladen kann und dergleichen. Das hat Slack übrigens nicht in der Form, also nicht so organisiert, dass man da auch Gruppenergebnisse sozusagen einfach ablegen lassen kann. Das kann man in Oscar auch sehr gut, aber hier hat man eben auch die Möglichkeit, in Echtzeit daran zu arbeiten. Das ist das, was ich jetzt bei Teams sehr als Stärke sehe, dass man da wirklich die Möglichkeit hat, auch wenn man jetzt in einer Vierergruppe mit Studenten oder Studierenden ist, dass man sich da an einem Dokument dann zusammensetzen kann, jeder vor seinem Rechner, aber man ist gefühlt an einem Tisch, weil man sieht dann live, das können wir vielleicht auch gleich mal demonstrieren, wie die Studierenden dann schreiben, wie sie chatten, wer gerade wo im Dokument ist. Und das ist schon aus meiner Sicht ein Riesenvorteil für das Arbeiten außerhalb der Sitzung. Und das ist dann gar nicht mehr so asynchron, aber es ist eben eine Echtzeitkollaboration. Das ermöglicht dann auch Teams. Aber eben auch asynchron, dass ich sozusagen alleine an einem Dokument weiterarbeiten kann und der Nächste sozusagen meine Kommentare und meinen Stand dann einfach aufnimmt und dort weitermacht. Das funktioniert da auch sehr gut. Ja, das sind jetzt eigentlich schon drei Anwendungsfälle. Also Kommunikation, asynchrones Arbeiten und Live-Kollaboration, die ich da sehe, die aus meiner Sicht sehr stark im Vordergrund stehen. Ja, Carsten, du hast es tatsächlich eingesetzt. Du kannst mal aus echten Erfahrungen berichten. Was hast du mit Teams gemacht? Ja, also mein Auslöser war ja eigentlich auch, sage ich mal, so die schlanke und schnelle Kommunikation mit Studierenden. Weil ich habe, wenn ich jetzt im Prinzip ein neues Semester beginne, ich habe ja keine fertige Liste der Teilnehmenden meiner Studierenden. Das heißt, wenn ich die per E-Mail erreichen möchte, muss ich bei uns über das Oscar-Portal gehen. Das heißt, ich gehe in meinen Lernraum rein, dann gehe ich auf die Funktion E-Mail versenden, drücke ich auf den Knopf, dann geht so ein Fenster auf, dann schreibe ich da diese Mail. Und das dauert schon mal wahnsinnig lange. Ja, und das hat mich einfach genervt. Und naja, die ganze Welt hat sowohl von Slack als auch von Teams geredet und habe ich gesagt, ich probiere das einfach mal aus. Ja, und unabhängig von Corona habe ich mir dann halt das letzte Semester genommen, um einfach das Teams mal zu nutzen, quasi als Lernplattform oder als Plattform, um meine Lehre zu organisieren. Ja? Und vielleicht kann ich einfach mal das Teams von mir teilen, dass man das direkt am Beispiel mal sehen kann. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Und dann können wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ja, und wenn ihr da irgendwie nochmal Fragen zu habt, dann können wir gucken. Das ist im Prinzip die Oberfläche von Teams. Ich bin hier beispielsweise in mehreren Teams Mitglied. Und ich gehe jetzt beispielsweise mal in das Team meiner Lehrveranstaltung rein. Ich habe innerhalb, also der Grundgedanke ist, dass ich das Team quasi in mehrere Kanäle, so heißt es da, organisieren kann. Ja, ich habe beispielsweise einen Kanal für allgemeine Dinge, wo ich irgendwie, wie du es eben auch schon gesagt hast, so im Sinne eines Chats, der halt auch dauerhaft einsehbar ist, auch für die später dazukommen, kann ich halt sehen, was ist da im Prinzip schon an Diskussion erfolgt und so das Typische, was passiert. Ich klappe einfach mal so ein Ding hier auf. Ich habe irgendwie hier eine Frage gestellt, ja, und dann gibt es irgendwie Antworten von Studierenden, die dann halt darüber mit mir dann nochmal irgendwie eine Rückfrage stellen können. Und so können sich halt die Leute direkt auf einzelne Themen beziehen. Oder man gibt halt eine neue Unterhaltung an, kann halt einzelne Leute auch direkt ansprechen, also beispielsweise hier. Man sieht das hier beispielsweise, ja, da hat mich der Studierende direkt angesprochen. Ich sehe das dann hier, das ist entsprechend gehighlightet. Ich bekomme halt einen entsprechenden Hinweis, sodass ich auch aktiv darauf hingewiesen werde, wenn ich halt da eine direkte Frage bekomme, beziehungsweise ich kann halt auch hier regelmäßig reingucken. Was ich in dem Semester gemacht habe, ich hatte überlegt, auch am Anfang, ich mache ganz viele Kanäle. Das wurde den Studierenden aber auch zu viel, sodass ich es reduziert habe auf einen allgemeinen Kanal, auf einen Fragenkanal, wo die Studierenden im Sinne des asynchronen Arbeitens halt direkt Fragen formulieren können. Und ich hatte meine Semestergruppe in Kleingruppen unterteilt und ich habe dann für jede Kleingruppe auch nochmal einen Kanal eingerichtet. Da sieht man hier mit dem kleinen Schloss dahinter,
Da sind jetzt nicht alle, ich hatte glaube ich 70 Studierende in der Veranstaltung, da sind jetzt nur 4 oder 5 eingetragen und auch nur diese 4 oder 5 können dann diese Diskussion sehen. Und das Schöne an Teams ist aus meiner Sicht einmal diese schnelle Kommunikation in dieser Form. Ich kann aber auch, habe auch direkt sowas wie so ein Chat-System. Ne? Wenn ich jetzt hier beispielsweise draufgehe, dann ist das mein Chat-Kanal, wo ich einzelne oder auch mehrere Akteure ansprechen kann. Und zwar nicht nur per Textform, sondern ich kann die auch direkt anrufen aus Teams heraus. Also ich kann ja nicht nur Textkommunikation machen, sondern ich kann auch spontan eine Videokonferenz starten. Also ich habe beispielsweise, das können wir vielleicht direkt aufgreifen, ich habe natürlich auch ein Team für das ELCC und ich würde mal sagen, das war das Tool hinter der Hotline, was uns irgendwie das Leben gerettet hat, wo wir halt echt einen ganz schnellen, schlanken Austausch gehabt haben mit mehreren Themenkanälen, hier zum Allgemeines, Ankündigungen, Fragen, Hotline. Genau. Und wir, was wir ja auch eingerichtet haben, wir haben ja so ein Dozierenden-Team eingerichtet, quasi auch als Austauschplattform für den Erfahrungsaustausch rund um das Corona-Semester, wo wir, glaube ich, aktuell über 170 Leute Mitarbeiter mittlerweile drin haben. Aber vielleicht nochmal zurück zum Einsatz in der Lehre. So, diese Kommunikation ist das eine und aus meiner Sicht die Stärke von dem Teams ist im Zusammenspiel mit anderen Werkzeugen. Was ich beispielsweise machen kann, du hast das eben schon gesagt, ich habe natürlich auch eine Dateiablage dahinter. Das ist im Prinzip auch ein Cloud-Service, also ein SharePoint liegt dahinter von Microsoft, wo ich irgendwie Dateien ablegen kann, wo ich dann auch zu einzelnen Dateien irgendwie diskutieren kann, Sachen hochgeladen. Ich kann das hier direkt mir anzeigen lassen. Ich kann eine Unterhaltung dazu beginnen, dann sozusagen wieder eine Diskussion zu diesem einen Dokument. Du hast es ja eben auch schon gesagt, man kann auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Das möchte ich mal an diesem Beispiel hier zeigen. Ich habe beispielsweise ja nicht die klassische Lehrveranstaltung gemacht im Sinne, dass ich sage, ich setze mich hier vor meinen Rechner, mache eine Live-Präsentation, sondern ich habe ja im Prinzip Support-Termine und Besprechungen angesetzt. Und für individuelle Support-Termine habe ich mir einfach überlegt, ach, ich nutze mal eine Excel-Tabelle, weil ich wollte denen nicht so Zugriff auf meinen Kalender gewähren. Ich nutze einfach eine Excel-Tabelle, die ich mit allen Mitgliedern im Kurs teile. Ja, so habe ich beispielsweise gesagt, so in der Woche vom 27. bis 29. April, die 3 Tage, da biete ich halbstündige Blöcke für die Studierenden an, wo sie sich halt eintragen können, sodass sie mit mir eine Besprechung planen. Ja? Und da habe ich gesagt, naja, sie sollen das auch selbst ein bisschen organisieren. Habe hier einfach so eine entsprechende Excel-Tabelle angelegt. Ja, und das sieht genauso, fast genauso aus wie meine Desktop-Version von dem Microsoft Excel. Und das ist jetzt ein Dokument, wo alle Studierenden schreibend, lesend und schreibend darauf zugreifen können und dann entsprechend hier halt ihren Teamnamen eintragen können. Alle anderen sehen sofort, okay, das Ding ist halt der Slot von, ich sag mal, Dienstag 17:30 bis 18 Uhr ist halt belegt. Ja, ich trage da irgendwas ein. Ja, und schon ist es sozusagen gebucht. Ja, ich habe für mich quasi das Ding gebucht, sagen wir diese Blöcke. Ja, und die Studierenden können dann ihr Team eintragen. Und so kann man natürlich ganz einfach entsprechende Termine vergeben. Und das Gleiche, wir haben jetzt keine gemeinsamen Dokumente hier erstellt. Ja, in einem Forschungskontext könnte man wunderbarerweise beispielsweise einen Antrag, wenn man den formuliert, das auch kollaborativ hier machen, an einem entsprechenden Dokument arbeiten. Was auch ganz schön ist, was ich auch gemacht habe, ich kann sowas wie kleine Quizzes machen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wir hatten über Mentimeter gesprochen, wir hatten über Kahoot gesprochen, das lädt gerade noch. Ich kann beispielsweise sagen, ich stelle jetzt mal eine neue Aufgabe oder einen neuen Quiz. Und auch da gibt es im Paket von Microsoft das Microsoft Forms, wo ich im Prinzip einfache Quizze formulieren kann. Und ich nehme jetzt einfach mal hier sowas, da habe ich halt einen Quiz vorbereitet zum Thema Algorithmen im letzten Semester, kürzeste Wege, gibt es irgendwie eine Reihe von Fragen. Ich kann dann sagen, okay, das Ding ist bepunktet, wir gucken da vielleicht gleich einfach nochmal rein. Ich kann das allen, ja, Schüler heißt es jetzt im Sprachgebrauch von Teams hier, allen Studierenden zuweisen. Ich habe eine Bearbeitungsdauer. Ich starte das jetzt mal nicht, weil das Semester ist abgelaufen. Und ich kann mir dann hinterher, also wenn die Studierenden das dann bearbeiten, quasi den Fragebogen oder diese Fragen, kann ich mir auch das Ergebnis angucken, kann denen dann auch nochmal individuell Rückmeldung geben. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen aus Datenschutzgründen, dass ich jetzt nicht die Namen der Studierenden hier irgendwie verrate. Aber kann ich im Prinzip auf jede einzelne Aufgabe, kann ich dann mir die Ergebnisse der Studierenden angucken, kann das auch nochmal individuell kommentieren
um den Studierenden halt dann auch entsprechende Rückmeldung zu geben. Ja, und auch das ist, sagen wir mal, wir hatten ja beim letzten Mal quasi diese Live-Quizze mit 20 Meter, Kahoot hatten wir. Beide haben auch den Modus, das offline anzubieten. Ja, aber das habe ich hier nochmal auch schön kombiniert mit sozusagen einer Ergebnissammlung, dass ich halt sehe, die Studierenden haben die Aufgaben so und so bearbeitet. So, wenn man sich dann die Aufgaben selbst anschauen will oder Aufgaben erstellen möchte, das macht man in einem anderen Produkt von Microsoft, das ist das Forms, was aber wunderbar hier integriert ist, hier oben beispielsweise in Forms öffnen, dann muss ich einmal ein anderes Fenster freigeben, das ist dann hier das Forms-Fenster, das müsstet ihr jetzt sehen. Ja. Ich gehe mal jetzt zurück in all meine Quizze, die ich da irgendwie erstellt habe. Ja, gucken wir uns einfach mal hier so ein Beispiel an. Nehmen wir das hier, Graph-Traversierung. Da kann ich halt relativ einfache Fragen stellen. Ja, hier so Multiple-Choice-Fragen, wo ich ein Bild hinterlege beispielsweise. Vergebe halt eine Anzahl von Punkten für diese Aufgabe und kann dann im Prinzip das, was ich sonst beispielsweise per Kahoot während der Veranstaltung im Hörsaal oder in der Online-Phase machen, kann ich das halt hier für eine gewisse Zeit den Studierenden bereitstellen. So, jetzt habe ich hier in Forms quasi diesen Fragebogen erstellt. Ich muss jetzt nochmal wieder zurück zu Teams gehen. Wenn ich hier wieder bei Erstellen bin, Quiz erstelle, ja, dann erinnert euch, ich hatte gerade Graph-Traversierung aufgemacht. Dann kann ich genau das als Aufgabe vergeben, wird mir hier angezeigt. Also es ist wirklich sehr schön integriert. Hier die entsprechenden Produkte, kann das jetzt an alle Studierenden vergeben als Aufgabe für einen bestimmten Zeitpunkt. Am Ende, wenn die Bearbeitungsdauer abgelaufen ist, kann ich dann das Ergebnis der Studierenden sehen, kann das entsprechend kommentieren und quasi an die Studierenden zurückgeben. Ja, und das ist sozusagen aus meiner Sicht eine der Stärken von Teams, dass ich da halt eine ganze Reihe von Tools integrieren kann. Noch ein Beispiel, ich hatte hier, das ist auch nochmal so ein Aspekt für das asynchrone Arbeiten, kann man auch nochmal ein schönes Feature sehen, da hatte ich einen Fragenkanal eingerichtet, wo die Studierenden halt Fragen zu den Inhalten stellen können. Manchmal ist es aber so, ich weiß nicht, die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon gemacht, dass sich die Studierenden nicht so trauen, weder im Hörsaal sich zu melden, noch hier quasi unter Angabe ihres Namens eine Frage zu stellen. Das heißt, dieses Thema Anonymität, und das kann ich hier auch nochmal zeigen, ich habe da nochmal so eine Plattform Frag jetzt verwendet. Frag jetzt ist quasi genau für diesen Zweck gedacht, dass man in einem, ich sag mal, Veranstaltungskontext Fragen anonym formulieren kann. Das ist eine ganz einfache Webseite. Ja, und was ich hier in Teams machen kann, hier sozusagen in diesem Kanal, man sieht das hier oben, man hat dieses Menü, ich kann da verschiedene Sachen hinzufügen. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ich kann beispielsweise eine Webseite, auf die ich halt häufig zugreifen möchte, kann ich hier integrieren. Und genau das habe ich mit diesem Frag jetzt gemacht. Ja, ich habe Frag jetzt, ist eine ganz einfache Webseite, habe ich hier oben als Registerkarte in diesem Kanal Fragen quasi hinzugefügt. Und dann wird das hier integriert, schön in dem Teams dargestellt. Und das geht halt mit einer ganzen Reihe weiterer Tools. Ich kann hier Videos integrieren. Ich kann hier alle möglichen Webseiten integrieren. Also die Dinge, die halt ganz häufig genutzt werden. Ja. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Feature rund um eine Lehrveranstaltung, dass ich also nicht nur kommunizieren kann. Ja, ich könnte jetzt sogar hier auch beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte meine Veranstaltung selbst mit einem Tafelbild gestalten, nicht als PowerPoint-Präsentation. Ja, ich kann hier auch beispielsweise so ein OneNote-Dokument hinterlegen. Ja, hier, ich habe beispielsweise hier Notizen. Das müsste, glaube ich, ein OneNote-Dokument sein. Das braucht man wohl auch wieder, bis es eine Zeit lang, bis es geladen ist. Ja, OneNote ist ja im Prinzip das Notizprogramm von Microsoft, was ich jetzt nutzen kann, um beispielsweise die Mitschrift, die ich üblicherweise an der Tafel mache, ja, so würde ich sie vielleicht auf so einem Grafiktablett machen, wenn ich da eine mathematische Formel entwickeln möchte, was ich gerne per Hand machen möchte, nicht irgendwie mit einer vorbereiteten Animation, sondern spontan, könnte ich das hier quasi auf einem Grafiktablett machen. Und dann hier im Prinzip direkt reinschreiben. Ja? Und so ist es, sage ich mal, gibt es eine Vielzahl von Werkzeugen. Ich habe bei weitem nicht alle ausprobiert, ja, die man hier verwenden kann. Ein anderes Feature, was noch ganz hübsch ist, sind so kurze Umfragen, die ich machen kann hier
Da muss ich mal gerade gucken. Das ist das Poly. Kann ich eine Umfrage erstellen? Ja, das Poly kenne ich auch aus Slack. Da gibt es das nämlich auch. Poly ist ja so ein unabhängiger Anbieter für diese Umfragen. Genau. Da kann man dann immer auch ganz schnell so Pollings abfragen, mal kurz Meinungsbilder und sowas einholen. Dafür nutzt du das wahrscheinlich dann auch hier. Genau, ja. Genau, einfach ein Stimmungsbild abholen. Ja, welche der beiden Quizformen habe ich wohl meine Frage gestellt hier? Ich finde Kahoot besser, ich finde Microsoft Forms besser. Und dann sehe ich auch, Leute können kommentieren, das kann man entsprechend gestalten, so eine kurze Umfrage. Und dann sehe ich auch sofort, das Ergebnis ungefähr ausgeglichen. Ja, und das ist aus meiner Sicht eine der Stärken von Teams, die Integration mit vielen anderen Werkzeugen. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe das auch genutzt mit dieser Registerkarte einfach nur eine Webseite einzubinden. Also ich habe das, du hast Frag jetzt, ich nutze Mentimeter auch genau für den gleichen Zweck, um so diesen anonymen Feedback-Kanal zu ermöglichen. Da können die Studierenden einfach auf diesen Reiter klicken dann in Zukunft und dann haben sie direkt die Webseite. Das erspart mir sozusagen irgendwo den Link zu hinterlegen und dann wieder irgendwo aufzurufen in einem Tab. Hier habe ich alles in einem, kann die wichtigen Webseiten direkt einblenden. Und ich habe dann immer auch so ein Online-Skript noch, was ich da auch super einbinden kann. Also das ist dann da auch direkt als eigener Reiter. Ich finde das auch klasse, das ist eins der Stärken, also diese Erweiterbarkeit und dieses Ökosystem dahinter mit den ganzen Apps. Man muss allerdings vorsichtig sein, habe ich auch gemerkt, wenn man das Ganze auf dem Smartphone nutzt, wovon ich immer großer Freund bin, dass es auch alles auf dem Smartphone geht. Wenn man dann ein paar von diesen Apps nutzt, das wird dann teilweise nicht mehr so in der App angezeigt. Dann geht man entweder in eine dritte App, klar, da gibt es dann meistens noch Apps, die man sich runterladen muss. Und die Webseiten werden dann halt einfach im Browser geöffnet. Das ist aber auch okay auf dem Smartphone. Aber zum Beispiel es gibt so ein Aufgabenverwaltungstool. Da muss man sich dann erst umständlich bei Microsoft einloggen, wieder auf einer dritten Seite. Das ist dann nicht mehr so schön gewesen. Aber die meisten Sachen funktionieren wirklich sehr gut, muss man dazu sagen. Ich habe eine Frage noch an dich, Carsten. Du hast jetzt ein Channel für eine Lehrveranstaltung oder ein Teamraum für eine Lehrveranstaltung. Ne? Das ist jetzt eine Veranstaltung, Algorithmen und Datenstrukturen Sommersemester 20. Genau. Ja, genau. Ich bin vor der gleichen, oder ich stehe vor der Frage, wie organisiere ich meine Lehrveranstaltung in Teams? Und ich hatte vorher in Slack sozusagen einen Teamraum, der nannte sich Wirtschaftsinformatik, das ist ja mein Fach. Und darunter hatte ich dann Channels für jede Veranstaltung. Das heißt, die Studierenden, die in einer Veranstaltung waren, die habe ich in diesen Channel eingeladen. Früher auch geschlossen, jetzt mittlerweile offen. Ich habe gesagt, ihr könnt überall reingucken. Für mich ist das dann keine Teilnehmerliste. Das war es früher tatsächlich auch. Ich habe gesagt, alle, die in diesem Channel sind, sind für mich in der Teilnehmerliste. Alle, die nicht drin sind, sollen sich bitte melden, wenn sie teilnehmen wollen. Ich habe das jetzt wieder so gemacht, dass ich in Teams sozusagen ein Teamraum, der nennt sich Wirtschaftsinformatik at AOL und der soll sozusagen mein Fachgebiet abbilden und darunter habe ich jetzt überlegt, mache ich dann jeweils Channels für die Veranstaltung, weil ich sonst glaube, dass diese Vielfältigkeit der Teams für mich selber auch zu viel wird, wenn ich das für mehrere Veranstaltungen nutze, also habe ich da so viele Teamräume nachher und ich kann auch nicht so schön cross-referenzieren, also ich kann ja, wenn ich glaube ich in verschiedenen Channels bin, auch nochmal was aus einem anderen oder aus einem allgemeinen Channel dann referenzieren, was vielleicht für alle gültig ist. Wie siehst du das? Würdest du, wenn du, oder nutzt du das für mehr als eine Veranstaltung? Und wenn ja, würdest du dann zwei Teamräume machen? Und was wären vielleicht Vor- oder Nachteile? Hast du darüber nochmal nachgedacht? Nee, so richtig nachgedacht habe ich da lerne ich nicht, ganz gerne auch, weil ich stehe jetzt genau vor der Frage und frage mich, wie es am besten ist. Und also das mit der Unübersichtlichkeit ist schon so, ne? Habe ich mich auch gefragt. Wenn ich jetzt sagen wir so, hier, ne, AOD Sommersemester 20, wie sieht es im nächsten Jahr aus? Ich lese die immer nur jährlich, dann habe ich ein neues Team, das andere, klar, kann ich irgendwie ausblenden, bin ich jetzt erstmal so ein bisschen hin und her gerissen. Also grundsätzlich finde ich die Idee ganz gut, das so ein bisschen allgemeiner zu machen. Aber was passiert dann sozusagen im nächsten Jahr mit den Inhalten diesen Jahres? Inwieweit ich da wieder nicht irgendwelche Sachen verletze mit Blick auf Datenschutz, dass die Namen da zu erkennen sind, ob die irgendwann dann, weil die bleiben ja drinne. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ist das denn aus datenschutztechnischen, also ist das geheim, wer in der Veranstaltung war? Das wäre jetzt für mich die erste Frage. Wenn das der Fall ist, klar, dann hat man da ein Problem, weil das würde ich ja gerade als eines der Vorteile sehen, dass man sozusagen eine Historie hat, die durchsuchbar bleibt. Das ist zum Beispiel bei Slack in der kostenlosen Variante, die ich nutze, nicht der Fall. Da sind 10.000 Nachrichten, irgendwann dann wird gecuttet. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur das letzte halbe Jahr oder so. Hier wäre es tatsächlich mein Wunsch, dass ich das für immer durchsuchbar halte, solange ich es für sinnvoll halte und dass ich dann der nächste Jahrgang sozusagen in dem Fragenkanal direkt eine FAQ hat, die man durchsuchen kann. Hat er das schon mal beantwortet, dann suchen sie danach.
Das war jetzt mir noch gar nicht so in den Sinn gekommen, ob das vielleicht ein Problem sein könnte aus datenschutzrechtlich. Bin ich jetzt auch irgendwie unsicher, aber grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich ganz gut, um es einfach für sich auch übersichtlich zu halten. Genau. Ich kenne das beispielsweise hier vom Hochschulforum Digitalisierung. Da gibt es ja auch ein Tool, Metamost. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Ist genau so ein Tool. Und da gibt es halt immer so thematische Kanäle. Ja, und das macht grundsätzlich schon irgendwie Sinn. Werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Und ein Vorteil davon ist auch, dass die Studierenden sozusagen, die jetzt in, ich habe Applied Analytics als eine Veranstaltung, da geht es viel um Datenvisualisierung, dann habe ich noch eine andere, die passt dazu ganz gut, dann sage ich dann, guck doch mal in den Channel rein, da seht ihr, was da so los ist, also was wir da so machen. Das ist für die ja auch dann zum Stöbern, habe ich zumindest gedacht, ganz gut. Und die könnten dann eigentlich in jeden Channel mal reingucken und da kann man so ein bisschen mehr Transparenz dann für die schaffen. Ich bin nur, wie gesagt, datenschutzrechtlich bin ich jetzt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da muss man nochmal gucken. Aber solange ich da keine Noten veröffentliche, die dann für immer drin sind, denke ich, hoffe ich, dass man da jetzt nicht so viel Bedenken haben muss. Also grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich ganz gut, das sozusagen ein bisschen allgemeiner zu machen. Finde ich, glaube ich, ja. Kann man die Channels denn noch hierarchisch ordnen? Weil ich mich jetzt gerade frage, wenn man jetzt zum Beispiel, wie du das gemacht hast, Carsten, wenn du noch so kleinere Teams haben möchtest pro Semester, dann wird es natürlich irgendwann eine riesenlange Liste von Mini-Teams pro Veranstaltung, die man ja auch schwerlich organisieren kann, wenn man nicht irgendwie eine hierarchische Ordnung hat. Ja. Also meines Wissens nach geht das nicht. Das sind im Prinzip Teams, die ich hier anlege. Und das war auch echt aufwendig, das alles anzulegen. Ja, weil da gibt es natürlich keinen Automatismus. Ja, beispielsweise hier dieses Team Definition of Fun. Ich habe also im letzten Semester so ein bisschen mit diesem Edu-Scrum experimentiert. Ja, da haben sie sich halt lustige Namen vergeben für ihre Teams. Und dann diese Zuordnung dann der unterschiedlichen Studierenden zu den einzelnen Teams, das war Handarbeit. Das habe ich schon irgendwie, war schon irgendwie lästig, aber ich wollte es halt einfach ausprobieren. Man könnte natürlich auch einen anderen Weg gehen. Und das ist das, was ich eigentlich den Studierenden empfehlen würde. Hier in so einem Teamkanal können die relativ wenig machen. Aber die Studierenden selbst können sich natürlich auch ein eigenes Team anlegen, um dann beispielsweise auch mal schnell so eine Besprechung einzuberufen mit Teams. Das geht ja auch. Ne? Dann ja. Ich das ganze Team da irgendwie einlade und mich als Lehrenden dann mit in ihr Team einzuladen. Das ginge natürlich auch. Ne? Und dann können sie da diskutieren. Also das waren beispielsweise auch Kanäle, wo die Studierenden dann Sachen abgegeben haben im Rahmen des Praktikums im letzten Semester. Ne? Ich gesagt habe, so, ihr müsst da dieses und jene machen, gebt mir das bitte ab. Dann habe ich das über diese Kanäle gesteuert. Ne? Schreibt es einfach in den Kanal rein und dann konnte ich das irgendwie sehen. Also ich glaube, da gibt es nicht nur den einen Weg, wie man Dinge machen kann. Da gibt es, glaube ich, immer irgendwie mehrere Wege. Das muss man sich, glaube ich, dann auch für sich rausfinden, was da der günstigste ist. Ja, also ich glaube, diese Hierarchie, die du meinst, Jan, die gibt es nicht. Die gibt es auch in Slack nicht. Und ich hatte das auch, dieses Problem. Ich hatte dann 10 Gruppen und dann 10 Channels für jede Gruppe manuell hinzugefügt. Das habe ich immer gemacht. Man kann das natürlich auch so machen, dass man den Studierenden sagt, du gehörst in den Channel, geh bitte selber da rein. Das kann man, das können die machen. Und danach den Channel schließen, geht, glaube ich, auch. Ne? Könnte man sozusagen die Arbeit machen lassen, wenn man die Zuordnung getroffen hat. Und ansonsten würde ich einfach empfehlen, die Namensgebung ist wichtig. Also, dass du die Channels, die du da hast, so benennst, dass es eine Systematik ist und dass sie vielleicht auch von der Sortierung sinnvoll untereinander sind. Also, ich hatte zum Beispiel in meinem Slack immer voran das Kürzel für Semester, also WS 2020 wäre jetzt dann für mich fürs nächste Semester und dann folgen alle mit Unterstrich, die haben alle dieses Kürzel, sodass sie alle untereinander kommen und dann davon ab, die immer übergreifend bleiben, haben anderen Namen, sodass sie oben stehen und das funktioniert dann ganz gut, also da kann man sich mit Namenskonvention, glaube ich, ganz gut behelfen. Und ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde diese Historie halt, also ich finde es extrem nervig in Slack, dass die weg ist. Also das sind so viele wertvolle Beiträge und so viele Links, die ich auch gesendet habe, wo ich denke, ah, wie war das nochmal? Könnte ich jetzt suchen in Teams? Das kann ich in Slack nicht, weil sie weg sind, weil ich nicht bezahle. Aber hier ist es ja so, dass es bleibt. Und da ist dann einfach auch für mich ein unglaublicher Fundus, der da über die Zeit entsteht, weil ich dann immer mal wieder Beiträge oder Links, wo ich irgendwas Spannendes gesehen habe, die ich dann den Studierenden empfehle, da reinposte auch in so einen Kanal und dann finde ich das dort wieder. Ja, das ist, da habe ich sehr große Hoffnung, dass das dann mir auch hilft. Ja. Also um sozusagen nochmal die Quintessenz der Erfahrung aus dem letzten Semester kurz zusammenzufassen. Also ich werde es wieder einsetzen im kommenden Semester, weil es mir deutlich besser gefällt für die Organisation meiner Lehre als jetzt beispielsweise das, was wir im Rahmen unseres Oscar-Portals haben als Umgebung. Ja.
Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass ich diesen Content, den ich habe, den ich ja nur teilweise über Video bereitstelle, der ja auch öffentlich bei YouTube liest, ja, auch das könnte ich hier natürlich wunderbar einbetten, ne? Ja. Einzelne Videos. Der zweite Teil, den ich habe, ist halt ein relativ umfangreiches Skript, das kann ich ja auch ganz normal einstellen, und insofern ist das für mich wieder das Medium der Wahl, um im kommenden Semester mit den Studierenden zu kommunizieren und zu kollaborieren. Soll ich nochmal kurz Slack zeigen, einfach damit man es mal gesehen hat, oder? Ja, gerne. Wenn wir gerade dabei sind, also es ist ja auch ein spannendes Tool. Ich glaube, wenn wir jetzt Teams nutzen an der Hochschule, ist das obsolet, aber ich nutze es trotzdem immer noch gerne und bin jetzt gerade dabei, so im Übergang von Teams zu Slack zu stehen und mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge, weil eben Teams dann doch mehr bietet. Aber Slack finde ich in der Kommunikation noch ein bisschen besser ist. Dann immer oft so diese kleinen Nuancen im User-Interface, die es dann doch nochmal anders machen. Ich teile es mal hier. Also das hier ist mein, so sieht mein Slack-Team aus. Also hier ist übrigens auch, hier oben links seht ihr, ich habe 3. Das ist ein ganz anderer Teamraum, in dem ich bin. Das hat mit Lehre gar nichts zu tun. Das ist von einem Softwareanbieter, der auch hier Slack nutzt, um seinen Kunden Support zu bieten. Und dann habe ich einmal meinen Wirtschaftsinformatik-Channel und Teamraum und dann einen Standort Schmied im Hohne. Das ist sozusagen mit Kollegen und Kolleginnen vom Standort, wo wir über Dinge diskutieren, unter anderem Mittagessen. Und dann haben wir hier, ähnlich wie wir das eben gesehen haben, auf der linken Seite eigentlich diese Struktur. Es gibt Channels. Ich kann Konversationen mit einem Stern versehen. Dann sind die hier oben. Das sind also die Leute, mit denen ich häufig kommuniziere. Dann kann ich direkt darauf zugreifen. Ich sehe auch, ob die gerade online sind oder nicht. Das ist ja bei Teams auch so. Auch ganz praktisch übrigens. Manche sagen, das ist datenschutzrechtlich wieder problematisch. Man kann es aber abschalten. Ne? Das ist, aber ich finde es eher nützlich. Nicht als Überwachungstool, sondern um zu wissen, ob jemand gerade da ist und ob ich die Person jetzt anschreiben kann oder eben nicht. Oder, ne? Und hier habe ich dann meine Channels. Da sieht man auch wieder mit dem Symbol die geschlossenen. Wir nutzen das zum Beispiel fürs Campusbier-Projekt im Moment noch. Das sind Gruppenteams hier, die haben jeweils unterschiedliche Themen bearbeitet. Lastenrad-Thema im letzten Semester. Dann habe ich ein Channel General, das ist so Ablageplatz für alles Mögliche. Wenn irgendwas zum Beispiel wie eine Umfrage ist, das hat jetzt die Anke Riemschneider als Studiengangskoordinatorin bei mir gepostet, dass die Studierenden an einer Umfrage teilnehmen sollen. Solche Sachen werden dann, oder Feedback-Meeting über Zoom hatten wir gemacht, das haben wir hier angekündigt. Und dann habe ich auch noch so einen Channel Goodreads, wo alle drin sind. Also da sind mittlerweile über 600 Studierende hier in diesen Channels. Die sind natürlich nicht alle aktiv, aber theoretisch könnten sie die Nachricht kriegen. Und da poste ich immer einfach, wenn ich auf dem Handy oder irgendwo was Spannendes lese oder auch die Studierenden was Spannendes lesen, posten die hier Links rein, die für alle, die sich für diese Themen hier interessieren, irgendwie interessant sein könnten. Also das ist so ein allgemeiner Channel. Und dann haben wir noch Jobs. Das wird dann von allen genutzt, die irgendwie irgendwoher ein Jobangebot haben, was sie gerne allen publik machen wollen. Also Praktika, Abschlussarbeiten, aber auch Einstiegsjobs. Und dann haben wir hier also die, wie ich eben sagte, diese Kürzel Sommersemester 20, das waren jetzt die aus dem letzten Semester, die Lehrveranstaltungen, und die sind dann, wenn man sie so benennt, eben alle untereinander. Wenn ich jetzt mit Wintersemester 20, 21 oder 20 weitermache, dann würden die sich hier drunter also alle einreihen. Und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt hier ein geschlossener Channel für ein Projekt, was wir gerade mit einer Firma zusammen machen und Studierenden. Da klicke ich jetzt mal rein, weil da geht gerade am meisten, wir hatten heute schon rege Diskussionen. Und das nutze ich zum Beispiel, um mit denen sehr intensiv zu kommunizieren. Also man sieht hier, die haben gestern Nacht noch ihre Vorschläge für die Präsentation geschickt. Und dann kann ich da schon mal mein Feedback abgeben und die haben zu jedem auch schon geantwortet. Also das finde ich sehr effizient. Ich habe jetzt auch schon überlegt, das als Video zu machen, einfach ein Video reinzuposten mit Loom. Das hatten wir letztes Mal vorgestellt. Ich mache manchmal dann doch lieber Text, weil ich das dann nochmal besser strukturiert durchgehen kann. Aber dann kann man hier Dateien, Bilder und so posten. Und schön wäre es, wenn man das hier oben dann auch noch durchsuchbar hätte. Das geht eigentlich in der Bezahlversion hier nur bis zu 10.000 Nachrichten. Das sind dann halt irgendwann so ein halbes Jahr, habe ich jetzt. Also ein Semester ist immer als Historie drin, danach ist es dann raus. Bei Teams wäre das dann demnächst anders. Aber das ist schon ein sehr praktisches Tool einfach. Und hier, wie gesagt, alle Veranstaltungen als eigenen Channel. Und dann, wenn ich jetzt Gruppen hätte, ich kann das ja einfach mal zeigen, da mache ich einfach einen neuen Channel, würde dann sagen, der heißt irgendwie WS20 Group 1, da mache ich meistens noch das Kürzel für die Veranstaltung, wenn ich mehrere Veranstaltungen habe, wenn ich mit Gruppen arbeite, eine kurze Description, kann den dann private machen und damit ist er dann hier unten sozusagen und ich kann dann Leute einladen oder dann auch später einfach über Invite jemanden einladen. Ne, und dann sehe ich direkt, wie Anke hier einladen will. Ja,
sehr ähnlich zu Teams, bietet aber eigentlich nur diese Channel- und Direkt-Nachrichtkommunikation. Also man kann hier Dateien hochladen, man sieht dann auch, man kann dann so einen Bereich aufrufen, weiß gar nicht, wo es ist, Dateien, und dann sieht man alle Dateien, aber man hat keinen Ordner, also man hat keine Struktur, wie das in Teams der Fall ist. Man kann ja auch keine Webseiten einblenden oder Echtzeitzusammenarbeit. Das ist halt wirklich nur auf die Kommunikation beschränkt, was häufig auch so ein Kritikpunkt ist. Aber ich finde es trotzdem sehr effizient und gut, weil es eben, da haben die sehr viel Arbeit reingesteckt. Und da finde ich, kann Teams sich noch ein bisschen was abgucken, das noch besser zu machen. Und auf der anderen Seite, die anderen Features, die sind schon sehr gut, glaube ich. Wie empfindest du das denn? Also ich gehe mal davon aus, etliche Studierende werden mit dir dann hier über Slack kommunizieren, zukünftig vielleicht über Teams. Andere Studierende wiederum werden per E-Mail kommunizieren. Wie behältst du selbst einen Überblick? Also ich habe mir jetzt als Richtlinie gesetzt, dass ich alle Studierenden, die theoretisch über Slack oder demnächst Teams mit mir kommunizieren könnten, dass wenn die mir eine E-Mail schreiben, schreibe ich denen zurück, bitte im Channel XY posten, wo sie eben hingehört. Okay. Oder mir da eine Direktnachricht schreiben, das geht ja auch. Also wenn es wirklich privat ist, könnten sie mir auch eine Direktnachricht schreiben. Weil, sag mal, jemand, der in der Lehrveranstaltung ist, der muss bei mir dann auch in dem Teamraum sein. Also, also hat auch keiner gesagt, das will ich nicht oder so. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich weigere mich, in Teams zu gehen, ja, dann müssten wir eine Diskussion auch machen, inwieweit kann man von Studierenden verlangen, bestimmte Tools zu nutzen, die eben in der Veranstaltung genutzt werden. Das hatte ich zum Glück noch nie, deswegen sind alle eigentlich auch immer in diesem Slack oder Teamsraum. Und dann sage ich denen, wenn sie mir eine E-Mail schreiben, bitte in Zukunft darüber. Und das funktioniert dann eigentlich, kommt ganz, ganz selten vor. Ich mache das auch immer zu Beginn der Veranstaltung im ersten Termin, Kommunikationsplattform, Austausch, immer alles über Slack oder Teams. Und dann kommt eigentlich auch nichts mehr über E-Mail. Also ich hatte im letzten Semester, als ich das am Anfang des Semesters vorgestellt habe, die Erfahrung gemacht, dass ungefähr 70% der Studierenden eh schon in den Microsoft Teams registriert waren und die anderen haben sich dann auch dafür registriert. Es waren noch nicht alle drin, aber die haben es dann auch gemacht. Und weil es ja neben der Nutzung von Teams gibt es ja noch eine Reihe von Vorteilen, die das hier mit sich bringt, dass beispielsweise die ganzen Office-Pakete da genutzt werden können. Ja, also ich glaube, man muss auch, also das ist ja so ähnlich wie bei allen Plattformen, wenn viele das nutzen und viele Lehrveranstaltungen das nutzen, dann wird das natürlich auch viel, viel sinnvoller für die Studierenden, sich dazu anzumelden. Deswegen ist es auch wichtig, vielleicht ein Commitment zu bekommen, irgendwann mal von oben, von der Hochschulleitung, dass man sagt, wir nutzen jetzt auch Teams offiziell, weil dann wird es natürlich noch ein anderes Momentum erfahren. Jetzt ist es so, klar, die müssen sich teilweise nur für meine Veranstaltung mit Teams auseinandersetzen, wobei ich glaube, das ist ein Werkzeug, was in der Praxis so weit verbreitet ist, dass es wiederum auch ein Lehrinhalt für sich ist, sich damit auseinanderzusetzen und das zu kennen. Und ich habe auch von vielen die Rückmeldung bekommen, also von vielen, von 5 oder 6, dass sie gesagt haben, Mensch, toll, dass wir Slack einsetzen. Entweder, das habe ich schon öfter gehört, entweder weil sie sagen, ich kenne das aus meinem Job schon. Cool, dass die Hochschule auch sowas schon einsetzt, weil das nutzen wir auch und ist super effizient. Also die kommen dann schon und sind schon im Job. Oder die später in den Job gegangen sind, haben gesagt, ja, kannte ich schon, das hat super geholfen, dass ich da sofort den Einstieg gefunden habe und ich wusste genau, wie es funktioniert und so weiter. Also das ist schon auch aus der Perspektive aus meiner Sicht nicht mehr wegzudenken, dass man solche Tools einsetzt. Ob das jetzt Teams oder Slack ist, Konzept ist ja das gleiche. Genau. Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Also es gibt etliche Firmen, die kompromisslos auf diese Werkzeuge setzen, ne, um halt die Arbeit da im Team zu organisieren. Ja, in der Praxis ist das eben auch, also da geht es halt nicht mehr anders. Das ist dann, im Lehrkontext, da bildet man sich das vielleicht nochmal auf, weil es vielleicht noch nicht ganz so wichtig ist, aber ich sage mal, aus meiner Perspektive, also auch als Lehrender, ist das eine enorme Erleichterung. Also einfach dadurch, dass ich die ganze Kommunikation mit den Studierenden viel, viel, viel einfacher halten kann und ich habe trotzdem mehr Kommunikation, also viel mehr Austausch, ne? Das ist, und auch unter den Studierenden. Das gibt ja sonst keine Plattform, außer jetzt private WhatsApp-Nachrichten, aber die machen die Studierenden ja dann nur mit den Leuten, die sie gut kennen. Die ermöglichen innerhalb einer Veranstaltung, dass die Studierenden sich auch austauschen. Und das passiert tatsächlich. Also wie du am Anfang sagtest, einige sind dann auch eher zurückhaltend, weil ihr Name da steht und die wollen dann nicht. Aber ich habe das Gefühl, das wird besser. Und ich habe das Gefühl, dass man das halt auch motivieren kann, indem man halt selber auch, ich sag mal so, man muss nicht absichtlich Fehler einbauen, aber zeigen, dass die Kommunikation dort nicht perfekt sein muss. Ich habe eben bei dir gesehen, du kriegst dann Fragen, die du dann sozusagen eingestehst, ja, das war falsch. Und das Gleiche ist für Studierende ja auch. Du kannst ja auch mal eine dumme Frage stellen und dann sagt einer auch sorry und macht ein Smiley dahinter. Ne? Da braucht keine Angst haben, da wird keiner bloßgestellt. Also das ist, finde ich, so das, was mit der Zeit dann kommt. Also am Anfang ist es immer ein bisschen ruhiger, aber das kommt dann, glaube ich, mit der Zeit auch. Über das Semester dann.
Ja, also ich denke, ein spannendes Werkzeug, was ich, wie gesagt, weiter nutzen werde. Du bist auch auf dem Sprung dahin. Jan, vielleicht von dir noch ein paar ganz kurze Eindrücke. Oder warum du das überhaupt genutzt hast? Ja, ich wollte vielleicht noch sagen, dass wir natürlich am Institut für Musik noch andere Anforderungen haben und gar nicht so viele große Lehrveranstaltungen haben. Also bei uns gibt es keine Lehrveranstaltungen mit 70 Leuten, sondern die sind wirklich alle kleiner. Darum ist es, glaube ich, für viele Lehrende, also im Einzelunterricht, braucht man es vielleicht gar nicht, weil man sowieso die ganze Zeit, da hat man eine 1-zu-1-Betreuung. Ich weiß aber, dass so in Gruppen unterrichten auch bei uns, die auch sehr froh waren, dass eine Plattform da zu haben, um Sachen auch zu teilen und eben genau diese Forenfunktion zu haben. Und wie gesagt, ich habe es jetzt in meinen Sitzungen auch angefangen einzubauen, muss aber sagen, dass ich habe das, glaube ich, zu spät gemacht. Also ich habe das auch nicht verpflichtend gemacht, sondern so ein bisschen, lass uns das mal ausprobieren, und das hat nicht funktioniert. Also da muss man, glaube ich, so wie Nikolas gerade sagt, das schon stringenter sagen, wer die Vorlesung mitmacht, muss da mitmachen. Ansonsten fruchtet es nicht wirklich. Ja, und weil man sonst immer diese doppelten Kommunikationswege hat. Weil wenn ich es nicht ganz verbindlich am Anfang sage, dann habe ich immer noch irgendwie die Pflicht, das auch in Oscar zu, ne? Also dann, sag dann auch immer schon, weil ich auch manchmal denke, vielleicht, ich weiß, dass der eine oder andere das dann trotzdem nicht rechtzeitig in diesen Raum schafft, aus vielen Gründen, weil die auch teilweise nicht so affin sind und nicht in der ersten Veranstaltung dabei waren. Deswegen sage ich immer schon, die ganz, ganz wichtigen Sachen, die poste ich auch nochmal in Oscar, aber ab irgendeinem Zeitpunkt ist dann Schluss. Also jetzt müsst ihr alle da sein, und deswegen, ich mache auch immer eine Abfrage in der zweiten und dritten Sitzung. Guck, dann sieht man eine Liste, wer ist schon drin, wer ist heute hier, und wer dann noch nicht drin ist, kommt dann direkt mit rein. Also das ist wichtig aus meiner Sicht, weil sonst funktioniert es tatsächlich sehr schleppend und man hat eigentlich dann nur Doppelarbeit auch. Das ist dann auch nicht in der Sache. Also was ich noch gemerkt habe, und darum würde ich mich freuen, wenn die Hochschule das wirklich auch noch offiziell anbietet, man muss ja seine Handynummer hinterlegen beim Registrieren. Also zumindest war das bei meiner Registrierung bei Office 365 so, dass man einmal eine persönliche Handynummer angeben muss. Und das hat auch Studierende bei uns abgeschreckt bei der Registrierung von Microsoft. Ich gehe davon aus, dass wenn wir die offizielle Hochschullösung von Microsoft haben, dass das natürlich dann nicht mehr notwendig ist. Ich weiß nicht. War mir gar nicht bewusst. Ja, ist schon länger her, dass ich mich da angemeldet habe. Das weiß ich auch nicht mehr. Du hattest jetzt gerade gesagt, was ich ganz spannend fand, so in der 1-zu-1-Kommunikation ist man ja eh eine 1-zu-1-Betreuung. Ja. Aber auch da muss man ja kommunizieren. Also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, wenn man das nutzt, dann ist es auch für diese ganz intensive 1-zu-1-Geschichte sehr nützlich. Also ich nutze das jetzt mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, gerade in der Corona-Zeit, wo wir uns ja fast gar nicht im Büro sehen. Also er ist ab und zu im Büro, ich bin ab und zu, aber sind nicht oft zeitgleich da. Sehr intensiv, und das funktioniert auch. Also finde ich sehr gut. Also ich telefoniere nicht gerne, muss ich auch dazu sagen. Ich bin nicht der Typ, der gerne am Telefon hängt. Ich bin da eher so der Asynchrone. Dann schreibt mir dein Anliegen, ich gucke dann rein, wann ich kann. Und das klappt, finde ich, auch in der 1-zu-1-Kommunikation sehr gut. Also ist gar nicht unbedingt nur auf große Gruppen, glaube ich, fokussiert. Oder spielt nicht so also, große Rolle. Da finde ich, ist es gerade mit so einem Werkzeug, also ich mache viel mehr Videokonferenzen als vorher, dann hat man auch sozusagen nochmal die visuelle Komponente und auch gerade mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, beispielsweise in Projekten. Ja. Das kann man alleine zu zweit machen. Ich habe im Prinzip für jedes Projekt habe ich ein kleines Team, und dann machen wir schnell mal gerade eine Besprechung, alle online. Also man ist da viel, viel kommunikationsmäßig betrachtet, viel schneller einfach unterwegs, als jetzt irgendwie erstmal einen Termin ausmachen. Und das, ich glaube, die Gesellschaft ist da auch teilweise so geworden. Aber das kam, finde ich, jetzt auch schon mit der Virtualisierung durch Zoom, ob das jetzt Teams ist oder Zoom. Aber ich habe gemerkt, jetzt, ein gutes Beispiel, ich habe jetzt gleich um 13.30 Uhr, deswegen muss ich auch ein bisschen eine halbe Stunde früher raus, als wir eigentlich geplant haben, aber eben so ein Team-Meeting mit der Gruppe, wo ich euch gerade den Channel gezeigt habe, wo wir gerade an so einem Projekt arbeiten. Zwei Studierende, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich. Ganz schnell heute Morgen entschieden, dass wir ein Meeting brauchen. Keiner muss irgendwo hin, jeder bleibt da, wo er ist, und wir können trotzdem effizient zusammenarbeiten. Das ist einfach, und das will ich auch in Zukunft, selbst nach Corona, nicht mehr missen. Also das ist so etwas, was ich einfach sage, für solche Dinge, da können wir uns, also von der Nachhaltigkeit ganz mal abgesehen, aber von der Effizienz, die dahinter steckt, da kann man sich, das ist unglaublich, Effizienz steigern. Also ganz schnell sich mal eben zusammen und dann per Video. Das ist für mich auch noch was anderes als telefonieren. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie vom Rechner sitzen, das ist für mich okay, aber am Telefon hängen, das ist so mein Ding. Vielleicht, weil man am Rechner auch nebenbei noch Sachen machen kann, die der andere dann nicht sieht.
Aber es ist auf jeden Fall einiges, was ich mir auch über die Zeit von Corona und das nächste Semester dann beibehalten werde. Ja, ja. Ja, denke ich auch. Also da hat die Hochschule auf jeden Fall gewonnen. Das, was vorher echt lange Zeit nicht geklappt hat, jetzt geht es sozusagen auf Knopfdruck. Ja. Ja, schön. Sollen wir es dabei erstmal bewenden lassen mit dem Eindruck, unseren Eindrücken zu Teams? Ja, ich glaube, das war doch schon ganz gut. Ja. Dann gucken wir mal, wie da die Resonanz ist, beziehungsweise die Nachfrage vielleicht auch im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Und wir können uns da ja zu einem neuen Erfahrungsaustausch später nochmal irgendwie treffen, Teams. Ja? Das finde ich gut.